begrüße euch zu meinem allerersten Vlog. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Life of Soleil. Und wir beginnen den Vlog heute mit Schokokrossis. Ich mache mit meinen Kindern heute Schokokrossis. Und da dürft ihr mich heute mal begleiten. So, ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus. Finger ist genäht worden. 4-5 Stiche ungefähr. Ach ja, nur dass ihr wisst, was kurz passiert ist. Ich hatte mir die Vase aus dem Teddy geholt und habe die halt am Rand so gehalten. Und dann ist die Vase auf einmal zersprungen, kaputt gegangen. Und dann wollte ich sie wegtun und dann ist sie nochmal kaputt gegangen. Und dann ja, hat es halt in dem Augenblick meinen Finger aufgeschnitten und nicht so schön. Also genäht auf jeden Fall und dann gucken wir mal weiter. Kauft euch die Vase nicht, Leute. Die ist mir in der Hand kaputt gegangen. Schaut. Aber erstmal muss ich die Küche aufräumen. 2000 years later. So, Küche ist sauber. Und ja, ich habe mir erstmal einen Kaffee gegönnt. Also ich könnte echt zu jeder Uhrzeit einen Kaffee trinken. Wer ist auch so, kommentiert das mal. Für die Schokokrossis. Bevor ich jetzt die Kinder rufe, werde ich die Blockschokolade erstmal klein schneiden. Und dann können die Kinder mir halt helfen. Okay. Also einmal Fingerschneiden hat mir gereicht. Ich brauche es kein zweites Mal jetzt. Jetzt rufe ich die Kinder. Aiden, Selin! Was? Du kannst mithelfen. Hol den Hocker. Pass auf, heiß. Der Topf ist heiß. Okay? Ja. Du darfst die Schokolade da reinwerfen. Aiden auch. Einfach reinwerfen. Selin, du darfst ein bisschen rühren. Das muss jetzt schmelzen, die Schokolade. Okay? Mhm. Ja, Aiden auch einmal rühren. Das nicht machen. Ich muss da aber hin. Hallo! Aiden! Selin! Aber... Nein! Aiden, du gehst weg! Aiden! Du darfst auch jetzt rühren. Ja, und was machen wir jetzt rein? Cornflakes. Die Cornflakes, genau. Und darf ich... Mach auf! Und ich darf auch ein bisschen Eier rein. Ja. Anne, ganz viel. Ja. Dabei. Ja. Warte, darf ich noch mehr? Ein Kornflakes, ein bisschen. Eine Gaffel. Ich nehme hier so einen Löffel. Warte, ich zeig's dir. Die Hände weg. Und dann mach ich hier so ein. Haufen hin. Wie krass ist das? Hat jetzt keiner gehört. Oh, mach nicht zu groß. Nee, nicht das zu ist nah. Zu groß. Selin, du bist zu nah. So, wollt ihr noch Streusel da drauf? Ja. Halt mal fest. Hallöchen, ich darf jetzt zum Arzt, zum Verbandswechsel, wegen meiner super tollen Schnittwunde, die genäht wurde. Ja, und gleich geht's auf den Weihnachtsmarkt mit den Kindern, also im Kindergarten. Ja, das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Ich muss jetzt das Zimmer meiner Kinder aufräumen und es gruselt mich schon. Ich sage, dass die Älteste schon so weit ist, dass sie es eigentlich selber könnte zum Teil. Aber es klappt nicht. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt des Zimmers. Erschreckt euch nicht, ich war lange nicht dran, weil ich es auch nicht mehr einsehe. Und das
Das ist nur eine Ecke. Genau, den Rest zeige ich euch nicht. Ich glaube, da kriegt ihr einen Schock. I begin to.